ihren Schnitt sagen, aber noch nicht die Punkte. Ja, ihr beiden, dann fangen wir doch mit der ersten Frage für oder mit Lena an. Welche Trikotnummer hat Lena in der Nationalmannschaft? Dann mal auflösen. Das ist der erste Punkt. Top. Müssen ja langsam reinkommen. Aber sie mag die nicht. Doch, die mag ich. Nur die 4 habe ich nicht gemacht. Ah, stimmt. Das war ja die, die ich mir gewünscht habe. Das war die, ja. Stimmt. Dann also nichts sagen, die 4 bei der EM. Ja. Ja. Dann switchen wir jetzt zu Poppy. Welcher ist der starke Fuß von Poppy? Beides. Ist der nächste Punkt. Überraschung, wa? Kannst doch mit dem sauber machen. Ja. Aber dann male ich mich vielleicht an, wenn ich ihn drehe. Wir steigern den Schwierigkeitsgrad. Oh. Aus welchem Bundesland kommt Lena? Okay, war doch nicht so schwer, wa? Richtig. Minimal steigern wir den Schwierigkeitsgrad weiter. Oder auch nicht. Wie heißt der Hund von Poppy? Das ist ja ganz schwer. Richtig. Oder? Eigentlich kannst du ja auflösen, Poppy. Ja. Er hat viele Namen. Zum Beispiel? Den offiziellen, es wird noch den offiziellen hinschreiben. Crystal Clouds Everlong. Wieder was gelernt. In welchem Jahr wurde Lena geboren? Oh, Hilfe. Warte. Aha. Richtig. Krieg ich noch so gerade eben hin. Wir bleiben bei Jahreszahlen. Oh, seit nein. Welcher Saison spielt Poppy für den VfL? Oh, scheiße. Mhm. Oh. Nee. Vor 12. Ja. 10 Jahre. War doch, hatte ich doch ja, jetzt Jubiläum. Dreimal. Oh, scheiße, verkackt, okay. Naja. Geht weiter? Hast du 2011? Wir können ja nicht immer so leichte Dinger machen. 2011 noch in Duisburg. Dann machen wir weiter. Gegen welches Team feierte Lena ihr Bundesliga-Debüt 2017? Ach du Scheiße. Ach, das hast du mir immer gesagt. Nee, weiß ich nicht, ob du das weißt. Aber wenn die Frage hier kommt, dann kannst du es vorstellen. Hast du schon mal gesagt. Gegen wen? War jetzt ein Wink, oder? Ja. Nee, gar nicht. War kein Tipp. War kein Tipp. Aber ich hatte es im Kopf, aber ich war mir nicht sicher. Wegen der Torhymne habe ich es erzählt, bestimmt mal, oder? Ja, das kann sein. Dass wir ein Trauma hatten, weil, oder ich ein Trauma ja, hatte, weil ja, wir 6-1 ja, 6-0 genau. verloren haben. Das ist ein Traum, ja. Könnt ihr rausschneiden, bitte? Dann machen wir weiter mit Poppy. Welche Farbe hatte Poppys Medaille bei den Olympischen Spielen 2016? Gold, Gold. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist richtig. Wie viele von 900 möglichen Punkten holte Lena in ihrem Abitur? Was? Ja, von 900 möglichen Punkten, wie viel holte sie im Abi? Weiß ich doch nicht. Ich kann dir ihren Schnitt sagen, aber noch nicht die Punkte. Aber von dem Schnitt kannst du auf die Punkte schließen. Ja, genau. Ich bin auch gut in Mathe. Wie rechnet man das denn im Dreisatz? Kann ich nicht. Von 900 möglichen? Mhm. Jetzt bin ich gespannt. 900 Schade. Von 900. Ja, okay. Ist nur quitt, das ist gut. Ey, das hat was mit Mathe zu tun, das ist kacke. Die Jahreszahl. Das ist dein Ding. Wie viele Tore erzielte Poppy bei der EM? Oh, scheiße.
Nee, die waren alle klasse. Das weiß ich selber nicht. Oh, ich überlege. Oder? Ja. Richtig. Wusstest du, warst du selbst nicht mehr sicher? Nee, ich war 5 oder 6. War ich nicht ganz sicher. Okay. Gegen welches Team traf Lena bei der EM? Ich musste auch gerade überlegen. Da muss ich nicht lange überlegen. Richtig. Sind wir wieder bei Poppy. Poppy hat eine Ausbildung zur... Ja, das geht durch. Das geht durch den TÜV. Gegen welches Team debütierte Lena in der Champions League? Oh. Boah, krass, wen hatten wir denn überhaupt letztes Jahr in der Champions League? In der Gruppenphase. Da du verletzt warst, ist das für dich jetzt scheiße. Aber überlegt, was das letzte Spiel war zu Hause und was dann dementsprechend das erste war. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, gut. Ja. Und die letzte Frage schon bei Poppy. Unter welchem Pseudonym bewarb sich Poppy für die Nationalmannschaft der Männer? Ja, Bob, oder Bob. Da ist das Ding. Ich glaube, dann hatten wir von jeweils 7 gestellten Fragen jeweils 6 Übereinstimmungen. Ja. Macht 12 Punkte. Das ist nicht schlecht. Ist gut, oder? Läuft. Und wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Na cool. Zack. Danke. Gerne.